Ja, hallo Lieben, schönen Kar-Samstag. Hoffe, ihr habt gutes Wetter. Hier ist gerade kein gutes Wetter. Ja, passend dazu wollte ich sagen, es gibt einen neuen Kurs bei mir, einen Wohlfühlkurs. Geht einfach darum, seine eigene Schwingung zu erholen. Einfach, also trotz allem, was gerade so ist, in Wohlgefühl zu kommen. Ist also, wenn man so will, noch vorgelagert vor Selbstliebe oder solchen Geschichten. Es geht einfach darum, direkt zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt heute zumindest eine Sache machen, die mir gute Laune macht. Und ja, macht mit, gibt es gerade zum Frühbucherpreis und on top gibt es dann noch meinen Ostercode für praktisch all meine Kurse. Alles neu 10 heißt er. Ist diesmal ein 10-Euro-Code, kein 10%-Code wie sonst. Und ja, bis Ostermontag noch. Deckt euch ein. Ja, so, heute haben wir wieder ein sehr schönes Thema. Kurze Mail. Und zwar geht es ums Thema, ich stecke in einer sehr merkwürdigen Beziehungsanbahnung fest. Also wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du über ein Formular auf liebeship.de machen oder schreibst es mal auf Instagram oder so. Genau. Ja, hallo, da du lieber kurze Mails magst, fasse ich mich kurz. Er und ich haben uns beim Hundespaziergang kennengelernt. Ja. Das ist ja schon mal nett, ne? So im echten Leben, sehr gut. Und wir haben uns sehr gut verstanden. Wir sind viele Male zusammen spazieren gegangen und er deutet immer wieder an, wie toll er mich findet. Auf der anderen Seite sagt er, dass er keine Beziehung will. Ja, also was kann ich hier rauslesen? Also es hat überhaupt keine richtigen Dates stattgefunden. Das könnte man sagen, das sind Dates, aber okay. Und dann der ganz entscheidende Punkt, er will keine Beziehung. Ne? Ich meine, also das heißt im Grunde genommen übersetzt, du kannst dich hier auf gar nichts verlassen. Ich möchte mir überhaupt nicht sagen lassen, was ich zu machen habe oder nicht zu machen habe. Es wird hier keinerlei Commitment geben zu irgendwas. Und bitteschön, erwarte nichts, nada, niente. Nixomato, nullo Tschikowskika, Nitschitschkila, nullo Nixa, nullo Prono, nullo hoch, nullo von mir. Er erwartet wirklich gar nichts von mir, gar nichts. So, das muss man sich erstmal klar machen, so. Gut. Eine Zeit lang ruft er bereits morgens an, schreibt viel und wir telefonieren mehrmals am Tag und tauschen uns aus. Ja, das ist aber nicht, was ich sage. Ich sage immer, daten, daten, daten. Und ihr habt, also ich habe, obwohl ihr euch seht, habe ich nicht den Eindruck, dass ihr richtige Dates habt, weil es geht ja nicht voran irgendwie, ne? So, gestern Abend hatten wir einen sehr schönen Spaziergang. Er schrieb dann abends und heute Morgen, ich antworte und nun kommt gar nichts mehr. So. Diese Situation hatten wir schon. Warum macht ein Mann sowas? Ja, das ist hier die falsche Frage. Also er darf das machen, das gefällt dir vielleicht nicht, aber er hat im Grunde genommen gleich gesagt, erwarte nichts von mir, gar nichts. Ne? Also klar, wenn ich gerade zufällig Lust habe und im Fernsehen nichts läuft und ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, ne? Und keine Ahnung, meine Jungs keine Zeit haben und die anderen Frauen, denen ich schreibe, gerade nicht da sind, dann schreibe ich dir mal und wenn ich dann keinen Bock mehr habe, dir zu antworten, dann antworte ich dir nicht mehr. So. Und das heißt nichts und du hast jetzt hier genau zwei Möglichkeiten, eigentlich nur eine, aber theoretisch zwei Möglichkeiten. Also wenn du so im weitesten Sinne sowas suchst wie eine Beziehung, musst du einfach feststellen und ich empfehle da ja knallhart zu sein, oh, da will jemand irgendwie nur ein bisschen Aufmerksamkeit oder ein bisschen Sex absahnen oder weiß ich nicht. Oder wenn ihm gerade langweilig ist, müsst ihr einen zum Quatschen haben. Ich will was anderes, ich suche eine richtige Beziehung, zack, raus, next, fertig. Das ist also alles andere ist nur Zeitverschwendung. Lies mein erstes Buch, kauf das neue Buch. Was jetzt, glaube ich, gerade ausgeliefert wird, von Amazon zumindest schon mal, ist auch unter dem Video zu finden, hier Link. Ja, aber, also da wäre ich knallhart. Also, und zweite Möglichkeit wäre natürlich zu sagen, okay, ich kann hier nichts erwarten und ich gucke mal, was
passiert, das ist eine theoretische Möglichkeit. Wenn man aber, wie die meisten, die hierher kommen, so eine Historie hat von so liebessüchtigen Beziehungen, Krümelbeziehungen, Leuten hinterherrennen, würde ich das nicht machen, weil man denkt dann immer, man kann es handeln und dann kann man es, bis man es dann doch nicht mehr handeln kann, bis dann doch Gefühle entstehen und man dann zu tief drin hängt. Also hier ist noch nichts passiert bisher. Du kannst es noch gut abbrechen, aufs richtige Gleis schieben und ja, ich würde an dieser Stelle gar nichts, also wenn du gerne mit ihm spazieren gehen willst, sag ich, für mich wäre das ab jetzt ein Freund, ich würde da null Energie mehr investieren und fertig. So, ich wäre jetzt aber auch nicht böse, weil er hat nichts getan, außer ja, vielleicht ein bisschen unhöflich zu sein und zu sagen, von mir kannst du nichts erwarten, so, ne? Und ja, also, und heutzutage muss man einfach sagen, also nicht mehr zu antworten oder jemand sogar zu ghosten, ist heutzutage ist normal, ne? Ob einem das jetzt gefällt oder nicht. Und vielleicht hat er sich auch gar nichts bei gedacht, nicht mehr zu schreiben. Aber was ich hier sehen kann, ist, es geht nicht voran und er will keine Beziehung. Und das ist alles, was du wissen musst, ne? Also, wie verhalte ich mich? Ja, ich würde, also damals, als ich so in dieser Phase der Umprogrammierung meines Liebeschips war, habe ich wirklich konsequent alles, was irgendwie komisch war, was irgendwie vor sich hin plätscherte, was nicht voranging, wo man vielleicht mehr wollte, der andere will vielleicht nur Freundschaft oder der andere will nur irgendwie irgend so komisches, krauses, keine Ahnung, Ding, was man gar nicht definieren kann oder will nur dies, aber das nicht. Und also habe ich alles gesagt, oh, habe ich keinen Bock drauf. Und meiner Ansicht nach führt das auch viel schneller dazu, dass das Universum einem was anderes schickt. Und also während du hier, das ist ja häufig so, nehme an, dass du auch so eher so ein Plus bist, so übernachdenklich bist, übervorsichtig, also übervorsichtig, nichts falsch zu machen, also das Gute in dieser Situation zu sehen oder zu überlegen, ob da noch was zu machen ist, macht er sich überhaupt keine Gedanken, gar nicht, ne? So, und das spiegelt dir so ein bisschen das Universum, ja. Warum muss es extrem viel und dann wieder nichts sein von ihm? Ja, warum ist Schnee weiß? Warum ist Ostern im Frühling? Weiß ich nicht. Warum ist Wasser durchsichtig? Es ist, wie es ist, ne? Also, scheißegal. Das weiß kein Mensch. Vielleicht schreibt er mit 5 Frauen und du bist dann gerade im Timeslot oder bist dann gerade nicht wieder im Timeslot oder vielleicht, weiß ich nicht, ist seine Großmutter vorbeigekommen, gerade als er zurückschreiben wollte. Es spielt keine Rolle. Das ist ja, was ich immer wieder sage. Also macht Modul 1, kann ich nur jedem sagen. Standards und Dealbreaker. Das ist wirklich die absolute Basis meiner Arbeit, so wie man aus toxischen Beziehungen rauskommt. Da gibt es natürlich noch viel mehr Aspekte dazu. Können auch noch einsteigen in die Selbstliebe-Challenge. Hier die Advanced läuft gerade wieder und Ex-Detox-Kurs, auch coole Sachen. Aber gut, zurück hierzu wieder. Ja, ist wurscht. Also macht euch keine Gedanken, warum. Also ich frag mich das jeden Tag. Jetzt nicht mehr im Beziehungsbereich, aber ich frage mich jeden Tag, warum Menschen machen, was sie machen. Ich verstehe Menschen also ganz oft, also sehr oft nicht, viel öfter als dass ich sie verstehe. Aber was soll man da machen? Also, weiß nicht, Menschen sind halt unterschiedlich, seltsam manchmal. Vielleicht finden andere auch seltsam. Vielleicht sagen sich andere, muss da immer in so einem ekelhaften Bayern-Trikot vorm Video sitzen, weiß ich auch nicht, ist halt so, ne? Und ich verstehe Menschen ganz oft nicht und jetzt aktuell, was man, versteht man ja die ganze Welt nicht mehr, aber ist egal, also macht euer Ding, setzt eure eigenen Standards, entwickelt eure eigene Blase und überlegt du dir, wer in dein Leben darf und wer nicht in dein Leben darf, so, ne? Alles andere, also. Und dich darüber Gedanken zu machen, warum Menschen machen, was sie machen. Leute, ey, das macht einen wahnsinnig. Manche Menschen sind so fucking crazy. Also jetzt so flapsig gesagt, ne? Also, oder machen Sachen, die man einfach nicht verstehen kann, weil man auch letztlich nicht in sie reingucken kann. Man weiß es nicht, ne? Und ja, also warum machen sie das? Warum? Ich habe keine Ahnung. Aber ich kann sagen, jeder hat seine Gründe
Und er wird auch seine Gründe haben, warum er das so macht. Aber wie gesagt, über sowas, solche Sachen, warum meldet sich jemand viel und dann wenig, ist er auch schon wieder so im ganz kleinen Dosen schon wieder dieses Hot and Cold irgendwie. Und das können Pluspole nicht ab. So, ne? Es sei denn, man will unbedingt Drama und Action und Craziness haben, dann go for it. Ne? So, aber eigentlich braucht man sowas Ruhiges, Stetiges irgendwie, ne? Und gerade so als Ex-Pluspol ist das wirklich, also gerade als Ex-Pluspol ist wirklich super wichtig, so eine stetig, keine Ahnung. Also, dass sowas stetisch geht, dass jemand sich, also nicht zu viel meldet, aber konsequent meldet und ja. So, ich habe noch kein Video von dir dazu gefunden. Ja. Echt nicht? Also das tatsächlich nicht, aber eigentlich sage ich da immer ähnliche Sachen zu. Aber find's gut, wenn ihr immer wieder, weil das ist, jede Mail ist anders, jede Mail macht einen neuen Aspekt und dafür beantworte ich sie auch gerne so, die eine oder andere. So, ich denke, dass so etwas nicht selten vorkommt, oder? Ja, wie gesagt, das ist ja auch ein bisschen, keine Ahnung, wenn du jetzt selber völlig cool wär's und denken würdest, ach, was geht mich der Typ an und es wird doch egal und der hat so einen komischen Hund, was weiß ich, würde es vielleicht gar nicht auffallen so, ne? Aber weil du jetzt mehr on bist und er scheinbar nicht, fällt dir es so auf, ne? Aber wie gesagt, das, wenn es das jetzt nur das wäre, dass jemand mal was dann unregelmäßig schreibt, aber also diese eine Aussage ist halt ein also vermute ich mal, es sei denn, du willst in irgendein komisches Gewurschtel reingehen, wo du nicht weißt, wo oben und unten ist, ist das ein absoluter Dealbreaker so, ne? Und ansonsten, wenn er dich konsequent daten würde und würde konsequent sagen, was er macht und das passt mit deinen Wünschen überein, könnte man nochmal drüber nachdenken, so, ne? Schreibt nicht so viel, date after date, also immer nur das nächste Date machen, geht's voran, haben wir das gleiche Ziel, wie fühle ich mich, und man kann natürlich sagen, jede Beziehung fängt als Affäre an, sozusagen, auch wenn es vielleicht nur ganz kurz ist. Aber wenn jemand schon gleich sagt, oh, nein, keine Beziehung, nein. Das sollte eine ganz gegenteilige Reaktion bei dir auslösen. Das sollte auslösen, what the fuck mache ich hier, ne? Was so will ich hier wieder im nicht verfügbaren Mann hinterherlaufen? No way. Und wir sehen uns bald wieder live. Sonntagabend auf Twitch, Montagmorgen 10 Uhr auf YouTube. Und wir werden uns bald wiedersehen.